Wir haben eine Position verloren. Wir sind um einen Platz zurückgefallen. Ist angekommen. Alter, ich bin 16. hinter Botas. Vor Botas. Ein Platz vor Botas. Ja, ich habe jetzt erstmal 10 Sekunden Stop and Go und bin hinter allen danach. Und Frontflügel reparieren. Das heißt, ja. Du stehst irgendwie 20 Sekunden in der Box. Das kann passieren. Locker. Die Renault ist voll scheiße, was sowas angeht. Ja, die wechselt. Oh, hier ist noch einer in der Box. Zwei sind noch in der Box. Ui, ui, ui. Aber ich habe mit meinen 10 Sekunden Stop and Go eh voll gearscht. Echt? Perez und Verstappen sind hier. Ja, echt. So, die Strafe, ja, warten wir nochmal ein bisschen. Die so, ja, wir haben gerade keine Lust anzufangen mit Reparieren. Ich stehe immer noch. Fertig, los jetzt. Jetzt fahre ich. Haben die jetzt beide Stop-and-Go-Strafen quasi abgearbeitet? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie ich das nachfragen kann. Geht das, sowas nachzufragen? Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt Achter. Strafen. Echt? Kann man nachfragen? Nee. Er hat angenommen, Vater vor mir. Ist ja dasselbe. Ich fahre einfach 5 Sekunden raus, dann passt es schon. Sehr gut. Was ist eigentlich mit DRS, Alter? Wie bekomme ich DRS? Ist nicht doch schon Buck. Wo bist du eigentlich? Da ziehe ich gerade. Lang gerade quasi. Ja, Platz. Oh, wer interessiert sich denn für den Platz? Die Fresse, sag mir, welcher Platz du bist. Fünfter. Ah, ja. Jetzt ist das DRS erst aktiviert, ey. Aber mir war schon vorhin aktiviert. Bleibt bitte alle zusammen in der Schlange. Schalange? Schalange, ja. Wie viel der Platz bist du nur? Ich weiß nicht, kann sein, dass ich irgendwie letzter bin. Könnte sein. DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ja, bis auf das Ocon raus ist, bin ich letzter, ja. Und... Ja. Wollte ich gerade sagen. Nee, mach ich nicht. Du musst ja jetzt auch noch einmal an die Box. Nee, musst du nicht. Was für Reifen hast du jetzt? Rot. Rot. Kann man damit durchfahren? Ja. Echt? Wenn ich sage, ich muss nicht, dann muss ich nicht. Als ob ich dich jetzt prank. Nein, ich fahr durch. Also ich hätte in Runde 14, 15 gehen können und wäre dann durchgefahren. Und jetzt bin ich halt 3 Runden früher. Alter, das stimmt. Die 3 Runden, da platzt schon hoffentlich nichts. Hoffentlich. Das ist ja richtig geil. Ich weiß. So, der gute rote Frontflügel. Ah ne, es gibt sogar 3 DRS-Zonen. Er hat mich einfach verarscht. Ich hatte ja vorher nie DRS. Wo ist denn die dritte? Ja, statt Ziel sind 2. Ja, das weiß ich. Kurve. Und dann die dritte, ne? Ja, auf der anderen Seite quasi. Auf der anderen Seite quasi. Sau witzig. Ah! Was war nehme ich überhaupt auf? Was ja, ich was ist denn los mit dir? Alter, guck mal auf die Karte, wie weit die vor mir sind. Ja, ja. Guck mal, wo ich bin. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,7 Sekunden. 50 Sekunden sind die vor mir. Was? Never. Dann werden die mich ja schon überrundet wahrscheinlich. Wie lange gehen hier die Runden eigentlich? Weiß ich gar nicht. Auch 1 Minute 16, so wie in Monaco. Ja, siehste, die hätten mich schon überrundet. Aber eigentlich ist es entspannt. Ich fahre nämlich hier ohne irgendeinen vor mir zu haben. Und gleich, wenn ihr alle in die Box geht, kann ich euch alle überholen. Aha. Wann ist dein Boxenstopp? Weiß noch nicht. Ja. Weiß man einfach nicht. 21 bis 26. Ich darf nochmal Ultrasoft, weil ich so ultra geil bin. 21 bis 26 erst. Boah. Ein Ultrasoft zieht ihr dann drauf? Ja, wenn man auf den wenn man hinten mehr Verbrauch hat,
Muss man dann die Vorderbremsverteilung kleiner oder größer stellen? Größer. Wechsel einfach gar nicht mehr. Fahr mit Lieder durch. Was? Oder ich hole mir nochmal Hyper. Hyper. Ja. Ja, bitte nochmal die Box, hallo. Der schlägt mir gerade sogar eine alternative Strategie vor. Ja, was? Schlägt mir vor, dass ich gar nicht mehr wechseln soll. Ja. Nee, das soll früher wechseln. Welche hast du gerade drauf? Ja, lila habe ich gerade drauf. Ja, lila. Was wechselst du so doof? Natürlich, lila. Wer hätte das denn anders gedacht? Jetzt kann ich nochmal an diesen ganzen Spasten vorbei. Ist ja nicht so, als hätte ich das gerade schon mal gemacht. Ah ja. Geil. Ich muss hier einfach wieder geradeaus fahren. Die Kurven anders interpretieren, wie Jan das sagen würde. Ja. Oh, hier sind welche an der Box. Ich interpretiere generell die ganzen Strecken immer anders. Cool, ich habe schon mal ein paar Plätze gut gemacht, ohne die zu überrunden, ja genau, überholen. Ja. Alter, ja. Ich bin Rennfahrer, ich muss mich konzentrieren. Echt, ist gerade Monaco am Laufen. Ja. Nur wegen Mai kann ich es nicht. Ja, machen. Wegen dir jetzt selber, du Arsch. Der Vettel ist hinter mir. Bist du Zweiter, Dritter, Erster? Vierter. Vierter. Richtig schlecht. Ach Mann, Jan. Hol aber auf. Ja. Ja. Räumen weiter. Oh ja, die gehen in die Box. So jetzt easy. Werden Safety Car geil. Ja, finde ich auch gut. Habe ich schon wieder ein paar überholt. Gar kein Problem, ey. Es ist so leicht. Welcher Platz bist du denn? Ich bin jetzt. Soll ich dir dich? Nein, ich bin 13. Wow, wow, DHL-Schild kam gerade ziemlich nah. Nice. Neo, neo, neo. Oh, Fly Emirates kam gerade nah. Alter, was tue ich? Was denn du? Ich weiß es nicht. Fahrer vor mir. Für eine Führung. Ich dachte schon, Rolex kommt gerade auch nah. Aber das habe ich mir nochmal entgehen lassen. Das ist zu teuer. Sagst, die roten Reifen sind geil. Ja, im Prinzip drücke ich das damit aus. Zum Glück muss ich nicht auf Rot wechseln. Komm. Warum seid ihr so schnell? Weil ich Benzin habe. Ja, nicht du. Hoppala. 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 Sorry, Eriksen, also tut mir leid, aber da ist so ein bisschen Krieg jetzt hier zwischen. Deswegen hast du so viele Punkte, weil du alle vor dir kaputt rammst. Ja, genau. Immer ich mach irgendwas und er nicht. Macht gar keinen Sinn. Wow! Ich hab Angst, dass wenn ich an die Box gehe, dass du mich überholst. Wow! Graue Wand! Kam diesmal sehr nah. Und da kommen alle ins Schlittern. Sogar Erik und Magnussen. Du Spacken. Wow, Erik! Oh, Rolex! Das ist gerade echt nicht lustig, ich komme gerade irgendwie an jede Wand dran und ich will mit den Reifen zu Ende fahren. Die werden wieder besser. Hm.
Glaube ich auch. Wenn sie erstmal geplatzt sind, dann geht's los. Ehrlich gesagt, an Magnussen überholt, ist ja nicht krass. Und jetzt Magnussen. Der Gangster. Magnussen setzt an zum Überholmanöver von Eriksen. Und Magnussen wieder vorbei. Oh ne, Eriksen lässt nicht locker. Eriksen gibt auch Gas. Glaube ich. Ja, doch, aber Magnussen behauptet sich. Magnussen doch wieder vorne. Ja. Er überholt ihn alle doch nicht. Ja. Oh. Oh, da geht mal die Box. Oh. Acht Sekunden zum Führenden. Wer ist auf Platz 3? Nice. Bei mir können die Zuschauer sehen, wieso man gut fährt. Aber Magnussen geht an die Box, jawohl. Wieso alle da hinten kaputt rams? Was ist denn los? Genau, der ist bestimmt wegen mir an die Box. Das war hier mit Eriksen, der kam. Aber Eriksen, den könnte ich jetzt wegrammen. Aha. Oho. Ich komme gar nicht nach vorne, ey. Das ist gerade voll traurig. Ich schaff's aber nicht an Eriksen vorbei. Oh nein. Oh, das war geil gebremst, ey. Richtig gut gemacht. Ich schaff's ja nicht mal an Eriksen gerade vorbei. Was ist das denn gerade? Was ist denn das? Was ist da los? Ey, die beiden Halunken gehen da vor mir immer noch nicht an die Box. Halunken. So, bei Eriksen raucht alles, weil er... Oh Gott. Eriksen ist wieder an mir vorbei. Oh Gott, ich hab hinten... Leclerc ist tot, glaube ich. Ja, er tötet gar keinen, ey. Ist das niemand geil. Tötet, er hat er noch nie gemacht. Ah, vor mir. Oh, was? Was war das? Ja, das war auch 3 Zehntel hole ich pro Runde auf. Aber auch schlecht von Leclerc, also ich bitte dich. Lol, es hat geleckt. Okay, Abstand zum Teamkollegen. Oh, ich hab Punkt. 6 Sekunden. Echt? Bist du Platz 10? Ne, 9. Alter, da war, zwei da war noch sogar einer in der Box. Den hab ich beim Rausfahren auch überholt. Ich hab 2 Punkte. Und wenn ihr jetzt noch alle in die Box geht. Warte, habe ich nicht auch eine Stop-and-Go-Strafe? Scheiße, ich habe ja eine Stop-and-Go-Strafe. LOL. Ganz vergessen. Oh. Mann. Ich drifte immer auf der Strecke. Oh, Vettel geht an die Box. Ja, so ist gut. Geht einfach alle. Aber das ist sein letzter Boxenstopp und ich kann ihn nicht einholen, glaube ich. Ist dann irgendwo auch scheiße. Die vor dir war noch nicht, ne? Nee, die war noch nicht. Ich will eigentlich erst nach denen an die Box gehen. Deswegen. Nee, Vettel kriege ich auf jeden Fall nicht. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,2 Sekunden. So, mal wieder ein bisschen konzentrieren. Meine Kamera ist übrigens auch schon wieder aus, merke ich. Kannst du nochmal an die Box fahren? Nee, ich lass gerade in den CPU fahren. Sehr gut. Synchro. Mach ich gerade. Das hilft mir nicht viel weiter, aber die Kamera ist halt wieder. Fuck man, wieso ist Ricardo eigentlich schon wieder so dicht an mir dran? Man verliert echt Zeit, voll viel Zeit, wenn man den Bot fallen lässt. Ah, jetzt war der an der Box. Haha. Ah, ich gehe jetzt. Nächste Runde. Boxenstopp.
Ja, ich gehe jetzt diese Runde quasi. Also ich bin ja jetzt schon in der nächsten. Ja, hoffentlich hole ich dich auf. Glaubst du? Hoffentlich, ich glaub's nicht, aber ich hoffentlich. Ich hoffe. Ich hab halt immer noch rote Reifen, was halt nicht so cool ist. Ich nicht. Ach, du Arsch. Weißt du was? Ich hole mir jetzt noch nicht mehr rote Reifen, ich hole mir Hypersoft. Ja klar, hast du ja gesagt. Das ist halt das Verrückte. Hyper. Ich könnte jetzt Erster werden, aber mach ich nicht. Könnte nicht. Ich wäre ja auch nur für den Boxenstopp dann Erster. Oh, jetzt bin ich ganz kurz Erster, weil ich in der Box Hamilton überholt habe. Ah, deine 5 Sekunden, ne? Ja, 5 Sekunden. Ah. Kotzen. Boah, vielleicht überhole ich dich doch. Nee, du überholst mich nicht. Ich fahre ja gerade schon wieder los. Ja, ich aber bin sehr nah an dir dran. 5, 6. Oh ja. Hi. Ja, da bin ich nicht. Ja, aber du warst gerade, wurdest hinter mir angezeigt. Deinen Namen. Ach so, oh, hi. Kurze Zeit aber nur, jetzt bin ich ja schon wieder. Warum fährt eigentlich Bottas noch? Ich dachte, der ist weg. Nö, der ist auf Platz 6. Ja, ich sehe es. Vor dir. Ich sehe es, aber warum? Weil er geil ist. Alter, wie er voll gegen mich ist. Nein, ich weiß es halt nicht. Der muss ja irgendwie krass sein, wenn er da 10 km/h oder so gefahren ist und dann jetzt schon wieder so 300. Wow. Geil. Richtiger Backfisch. Ich habe das Vettel genau vor mir. Das ist cool. Ich habe kein... Doch, ich habe DRS. Wollte gerade sagen, ey. Das! Nee, ich komme auf jeden Fall nicht an euch ran. Das kannst du vergessen. Ich bin dran an Vettel. Oh, Bottas geht in die Box. Oh, Vettel. Alter! Währenddessen seine lila Zeit angezeigt wurde, habe ich ihn überholt, einfach. Einfach so überholt. Richtig leicht, in seiner schnellsten Runde habe ich ihn als Outlap überholt. Krass. So schlecht. War jetzt hier die lila Zeiten. Zeig den gleich, wie der Barbo ist. Hier mit deinem Hypersoft. Nee, ist ja nur lila. Nicht Hyper. Hast du nicht Hyper? Ja, Hyper hätte ich ja nie geschafft, damit kann man 7, 8 Runden oder so nur fahren. Ja! Er ist einfach behindert, oder? Wieso das? Boah, wie er mich von der Strecke rammen wollte. Der Vettel. Der Vettel. Ach komm, ey. Mann. Und die Zuschauer denken, sind die dumm? Denken die wirklich, dass die so heißen? Ja, Hamilton, ne? Bottas. Ja, die heißen wirklich so. Ja, klar. Ja, weiß ich doch. Ja, ich weiß es ja, ich spreche ja richtig aus. Ja, du bist Vierter, ne? Ja. Fahrer vor mir. Ah, 9,7 Sekunden. Unser Abstand zum Auto. Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. 15,8 Sekunden. Ja, überhol die einfach alle und halt die dann wieder auf, okay? Ja, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich Platz 3 schaffe. Aber dann die schaffe waren ich schon alle in der Box, ne? Ja, Wahnsinn. Wir haben fast den gesamten Benzin. 9 Sekunden. Das ist das Treppchen für mich. Schalte bald den Motor runter. Treppchen kann ich nicht mehr. Richtig gute Taktik von Platz 20. Ja, hätte ich ja auch. Hätte ich ja auch, wenn das mit dem Safety Car geklappt hätte. Aber an sich war das dann halt dumm, dass ich dann einen roten Frontflügel und zweimal Stop and Go hatte, die ich immer noch rausfahren muss. Ach ja, die eine musste. Ah ja. Also ich kann nicht mal mehr
Vettel einholen. Ja, das ist natürlich jetzt richtig doof für dich, ne? Natürlich doof. Alter Backfisch. Oh! Was ist da los? Boah, ich fahre so schlecht im Vergleich zu euch. Reduziere den ERS-Einsatz. Meine Zeiten sind ja so schlecht im Vergleich zu euch. OMG. Ja, ich fahre jede Runde mindestens eine Minute 10. Ey, du bist so ein mieses Stück gerade. Was war deine Zeit? 1:14.889. Ich meine, es ist so schlecht, die ist immer 1:14.80.999. Das war ein Prank. Das ist wirklich schlecht. Ich habe gerade so einen Fehler gemacht, deswegen schaffe ich es nicht mal auf Platz 6 zu bleiben. Vor allem mit meiner Stop and Go, ey. Kannst doch rausfahren noch. So häselig. Nochmal in die Box oder wie? Ja, genau. Genau. Wenn du jetzt noch dreimal in die Box gehst, dann hab ich's geschafft. Dann bist du auf Platz 1. Fahrer vor mir. Noch ein Safety Car haben. Ja, finde ich echt auch nicht schlecht. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst dir die Rennleitung eine Strafe. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 17. Kannst noch schaffen. Platz 3. Ja, ich. Du hab ja, aber ich kann gar nichts mehr. 4/10 bin ich schneller und es sind jetzt nur noch 7 Sekunden. Kann noch aufs Treppchen kommen. Ich hoffe, dass ich Platz 6 fahre. Mann, das Ding ist, wenn immer wer irgendwie vor mir ist oder so, dann ist ja das Dumme auch, dass vor mir natürlich dann auch dementsprechend mehr Punkte bekommen, weißt du? Ist ja. Echt? Ja. Richtig doof. Nee, das ist klug. Ich war auch durch das Safety Car irgendwie eine Zeit lang plus 2 Benzin. Alter, die holen. Bottas holt richtig auf, Guard. Ich werde auf jeden Fall nicht Platz 6. Energie ist zu ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Naja, du hast ja noch genug Abstand. Boah, was hat das denn jetzt gerade? Ich dachte, erst komme ich so richtig gut um die Kurve drumherum und dann war es so richtig schlecht. Konzentrieren. Jetzt stürzt dein PC ab. Nee. Krass, dass der jetzt bisher nicht mehr abgestürzt ist. Ja, weil ich jetzt alles verändert habe. Ich rutsch voll über die Strecke. Weiß gar nicht, warum das jetzt war, das ist OBS. Also irgendwie, irgendwas funktioniert offensichtlich mit Elgato und Elgato und F1 vertragen sich irgendwie. Ja, es war gerade eine brenzlige Situation. Bottas ist direkt hinter mir, Perez auch. Ich komme nicht weg, obwohl ich auf Fett war und auf ERS volle Pulle. Fünfte fahre ich eigentlich nicht auf Fett. Ich komme nicht weg von denen, ich muss den wegrammen. Ja, ist eine gute Taktik. Scheiße. Okay, Abstand zum Führenden. 5,5 Sekunden noch Abstand. Komm schon, 5 Runden noch, ich schaff das. Boah, das sind sogar Überrunder, wenn die jetzt noch ein bisschen langsamer fahren würden. Die so richtig aufhalten. Das wäre so richtig geil. Also ich halte gerade Bottas auf. Schon 2 Verwarnungen bekommen. Er ist mir voll hinten drauf gefahren. Er schubst mich weg. Er schubst mich echt weg. 5 Runden kommen wir mit dem
Er ist an mir vorbei. Warte, also, Perez muss ich auch gleich kriegen. Konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Oh Gott. Ich habe Perez gekriegt, aber nicht fair. Das war nicht so geplant. Alter, beide Mercedes quasi hinter mir. Wie beide Mercedes hinter dir? Ja, Racing Point ist ja theoretisch auch. Ich dachte gerade schon was. Alter, ich krieg nur Verwarnung gerade. Nach wie vielen hat das denn Konsequenzen? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber es kommt auch auf die Art der Verwarnung an. Keine Ahnung, Bottas geht auf jeden Fall in die Box, Perez nicht. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, Perez habe ich mehr weggerannt als Bottas. Naja, passiert. Ach. Oh, mach ich mir jetzt nichts raus. Oh shit. Wie ich einfach manchmal aussehen mein Differential verstelle. Was ist denn das? Der Abstand zum Auto beträgt 32. Ja, ich bin in der Wand. Ich habe ein richtig fettes Problem jetzt. Mein Reifen ist weg. Nein! Ja, stell's Runde. Mann, noch ey! Eine. Ach, das ist doch jetzt Mann, scheiße, ey. Mann. Das ist Kanada. Kanada. Ach, halt die Fresse, Mann. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Das ist doch voll der Kack. Dafür hast du Monaco-Punkte bekommen. Fickt euch alle, fickt euch alle, ey. Ohne Müll, Kanada, ich liebe diese Strecke, es lief so gut. Der Frontflügel, der war so behindert, dass ich den kaputt gefahren habe. Zwei Stop and Go, so dumm. Und dann fahre ich hier in dieser Kurve, rutsche ich raus. Perez ist an mir vorbei, denke ich, komm, jetzt musst du rückwärts fahren, weil keiner kommt. Und dann kommt der mit 1200 km/h angefahren und rammt mich einfach weg. Oh no. Bei mir ist richtig Party. Ey, ich raste so aus, Leute. Ich will mich jetzt nicht aufregen. Ich beende aber die Aufnahme. Schaut bei Jan vorbei. Danke fürs Zuschauen. Leckt mich alle im Arsch und bis dahin. Ciao.